Hallo und guten Abend zusammen. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich um diese Uhrzeit abends noch euch was erzählen will. Ich muss euch aus aktuellem Anlass was zum Thema Fallpauschale bei Hilfsmitteln erzählen, die aus meiner Sicht zwingend abgeschafft werden muss. Ihr seht mich gerade nach einem langen Arbeitstag in einer relativ unschönen Situation. Mein Rollstuhl ist in die Jahre gekommen. Der Rollstuhl ist von 2014. Der Elektro-Emotion-Antrieb von 2013. Und jeden Tag mehrfach in Gebrauch, logischerweise, weil ich kann ja nicht auf andere Hilfsmittel zurückgreifen und dementsprechend auch sehr viel Kilometer runtergerissen quer durch Europa, weil ihr wisst ja, Hashtag aktiv mit Handicap, gerne auch mal nachgucken auf Twitter, was es alles gibt, aber das ist jetzt nur am Rande. Was dazu führt, dass mein Rollstuhl immer mal wieder in Reparatur muss und auch eigentlich regelmäßig erneuert werden sollte. Seit Beginn des Jahres habe ich mit meinem Sanitätshaus gesprochen. Man möge gucken, ob ich einen neuen Rollstuhl bzw. den neueren Emotion-Antrieb bekomme, weil der neuere Emotion-Antrieb leichter ist und besser ist und wenn man viel unterwegs ist, das auch gut ist für die Helfer, die das dann tragen müssen oder ins Auto verladen. Und wir haben gesprochen und haben gesagt, komm, lass uns das auf der Rehab, die Reha-Messe in Karlsruhe alle 2 Jahre, lass uns das auf der Rehab angucken und besprechen und dann werden wir eine Lösung finden. Ja, auf die Lösung warte ich bis zum heutigen Tag, weil auf der Rehab hat sich herausgestellt, die Fallpauschale für den Rollstuhl bzw. für den Emotion-Antrieb wurde letztes Jahr um weitere 5 Jahre verlängert und man hat als Mensch mit Behinderung nur das Recht auf eine Versorgung, die funktioniert, aber nicht unbedingt auf die beste oder die neueste. Wäre ja auch okay, wenn, wie gesagt, mein Hilfsmittel nicht so beansprucht würde, dass es sowieso regelmäßig repariert werden muss. Also bin ich zu meiner Kasse gegangen und habe gesagt, ob sie mir helfen, dass das funktioniert. Da habe ich die Info bekommen, das Sanitätshaus möge mir ein Angebot für das neuere Antriebsmodell schreiben und unter Umständen müsste ich den Rest draufzahlen. Das habe ich mir sogar noch überlegt, weil, wie ihr wisst, fördere ich auch Projekte bei BetterBless.org. Und da gibt es ja jetzt eine neue Plattform, BetterBless.me. Das heißt, ich habe schon überlegt, wer kann mir wie helfen? Oder muss ich mir Rechtsbeistand suchen, dass ich es anders lösen kann? Das sind lauter so Geschichten, die in letzter Zeit laufen. Und die hängen alle mit der Fallpauschale zusammen. Weil, wenn es nach wie vor so wäre, wie in meiner Kindheit oder meiner Jugend, dass einfach ein Hilfsmittel bezahlt wird, wenn das alte kaputt ist, oder zu reparaturanfällig ist, und es mal
Man braucht das Neue einfach. Dann hätte man jetzt nur die Verordnung vom Arzt gebraucht, hätte vom Sanitätshaus her das neue Hilfsmittel ausgewählt, bei der Kasse eingereicht, die ja, da es eine Betriebskrankenkasse ist, bei mir im Geschäft sogar täglich die Chance hätten, sich das live anzugucken, bräuchten sie noch nicht mal MDK dafür, aber selbst den hätten sie mir geschickt, wahrscheinlich, weil sie das ja gerne tun. Aber man hätte es gelöst und es wäre wahrscheinlich jetzt im August gelöst. Aber hätte Fahrradkette, ist es halt nicht. Es kam, was kommen musste. Vor 2 Wochen fiel mein Emotion auf einer Seite ganz und auf der anderen Seite teilweise aus. Ich rief also in meiner Not meinen bisherigen Mechaniker an. Der war wegen Krankheit nicht greifbar. Ich rief also in der Zentrale an. Nachdem man da schon sich mit Händen und Füßen gesträubt hat, mir einen Vor-Ort-Service zu schicken, bis man es dann endlich verstanden hat, das hat gedauert. Und ja, was soll ich sagen? Man hat dann, obwohl ich gesagt habe, ich kann euch sogar entgegenkommen, ihr könnt mittwochs während meiner KG, während meiner Krankengymnastik, für Leute, die mit der Abkürzung KG nicht so firm sind, während meiner Krankengymnastik gerne meinen Stuhl abholen und ihn mir eine Stunde später wiederbringen, weil Räder tauschen ist eine Sache von ein paar Minuten, sollte in einer Stunde lösbar sein. Hat man nicht getan. Man hat ein Schadensprotokoll aufgenommen, um mit diesem Schadensprotokoll ohne mein Rolli in die Firma zurückzufahren, um dann dort festzustellen, dass man mir doch Tauschräder geben muss und sich von dem Hersteller, Firma Alter, eine Genehmigung geben lassen muss, dass man mir jetzt Vorführräder gibt, weil man keine anderen hat, weil man mir seit Wochen vorher nicht zugehört hat, dass man die Räder schon bestellen sollte. Ja, ich kam mir vor wie beim Formel 1 Boxenstopp, man hat nämlich die Räder später mitten in Heidelberg an der Stadtbücherei getauscht. Aber getauscht. Dabei hat man durch Veränderung der Bereifung meine Bremse des Aktivrollstuhls lösen und versetzen müssen. Seit diesem Moment habe ich alle 3 bis 4 Tage, manchmal auch nur 2,5 Tage, die Krux, dass meine linke Bremse sich wieder näher an das Rad verschiebt und den Rollstuhl von sich aus blockiert. Deshalb stehe ich jetzt auch so da, wie ich da stehe. Ich bin nämlich froh um jeden Meter, den ich nicht fahren muss. Weil tagsüber ging es noch ganz gut und mit zunehmender Dauer des Abends quäle ich mich hier teilweise sogar durch die Wohnung. Ich habe also direkt beim Heimkommen einen Mechaniker des Sanitätshauses angerufen, habe ihm meine aktuelle Situation erklärt und er hat sofort gesagt, ja, klar, wir kommen morgen zu deiner Krankengymnastik und lösen das Problem, denn du willst ja in Urlaub fahren.
weil ich fahre morgen Mittag um kurz vor zwei nach Hamburg für ein paar Tage und von Hamburg nach Würzburg zu meiner Freundin und bin dann Ende des Monats nochmal ein paar Tage zu Hause, bevor es dann unter dem Hashtag in UK mit Rolli, mit zwei Rollstuhlfahrern bzw. einem Rollstuhlfahrer, einer Rollstuhlfahrerin und zwei Begleitpersonen nach London geht. Auch darauf könnt ihr euch schon freuen. Ich weiß nicht, wie viele Videos wir drehen können, aber wie gesagt, Hashtag in UK mit Rolli auf Twitter könnt ihr gerne verfolgen. Wird mit Sicherheit lustig werden. Neue Erfahrungen für alle vier Beteiligten. Ja. Und weil das so ist, weil quasi meine nächsten 2,5 Wochen durchgeplant sind, habe ich also heute meinen Mechaniker angerufen und gesagt, könnt ihr das morgen lösen? Und er sagt, ja, lösen wir gerne, weil Notsituation und überhaupt, aber zur besseren Planung, rufe bitte in der Zentrale an, die sollen das genauso aufschreiben, damit jeder weiß, warum das jetzt ausgerechnet so laufen muss. Und was passiert stattdessen? Erst brauche ich mehrere Anläufe, bis ich dort durchkomme. Hab also zwischendurch schon wieder beim Mechaniker angerufen und gesagt, ich komme da eh nicht durch. Bin gerade etwas verzweifelt. Ich probiere es aber nochmal. Dann schaffe ich es endlich. Dann will mir die Mitarbeiterin, statt mir zuzuhören, weil ich ja alles schon mit dem Mechaniker besprochen hatte, dann will mir die Mitarbeiterin, getreu dem Motto des letzten Spiegelartikels, der über die Deutsche Bahn ging, wahrscheinlich wollte sie sich ein Beispiel dran nehmen, getreu dem Motto, Rollstuhlfahrer haben doch sowieso keine Termine, wollte sie mir erklären, dass das ja überhaupt nicht so gehen kann, wie ich das gerade brauche. Und da könnte ja jeder kommen, dass er sagt, schick mir einen Mechaniker mitten in die Stadt. Jetzt bleibt mir für morgen nur die Hoffnung, dass nach erneuter Rücksprache mit einem oder zwei Mechanikern, ich werde morgen da nochmal anrufen, dieses Problem gelöst wird, weil Rollstuhl fahren muss ich, habe keine Alternative dazu. Und dieses Ganze hängt aber an der Fallpauschale, weil Sanitätshäuser nur einen bestimmten Geldbetrag bekommen, der eben Fallpauschale ist. Und sie müssen über den Lebenszyklus des Produkts und die Laufzeit der Fallpauschale, in der Regel 5 Jahre, die man dann aber auch gerne, so wie in meinem Fall, stillschweigend um weitere 5 verlängert, müssen sie die Reparaturen durchführen, ohne von der Kasse zusätzliches Geld zu bekommen. Bedeutet, es hat niemand mehr ein Interesse dran, relativ oft irgendeine Reparatur durchzuführen, geschweige denn dir irgendwas Neues zu verkaufen, weil über die Fallpauschale bist du ja versorgt. Und da kann ich nur sagen, liebe Bundesregierung, das läuft oder fährt in diesem Falle genau so nicht, weil du bist eben nicht mehr versorgt, wenn du nicht problemlos vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer oder vom
Wohnzimmer ins Bad kommst, weil dein Hilfsmittel dir nicht mehr hilft, sondern dich blockiert. In diesem Sinne, weg mit der Fallpauschale bei Hilfsmitteln und eher her damit mit einem flächendeckenden Notfallservice bei Sanitätshäusern. Das wollte ich euch doch so mal erzählen. Ein Teil davon könnt ihr auf Facebook nachlesen, aber ich denke, hier habt ihr die Story komplett. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal zu sehen. Immer wieder gerne, wenn es um Themen für Teilhabe, Inklusion, Barrierefreiheit, Gesundheit, Pflege oder öffentlichen Verkehr geht. Und natürlich auch alles, was euch sonst noch so einfällt und Spaß macht. Ihr könnt mir über Twitter auch mal Themen schicken. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald. Euer Micha.